30.000 in 55 Minuten, die ultimative Speedrun. Ah, jetzt sehen wir was. Ich hab ein bisschen Verzögerung. Oh ja. Aber ist nicht so schlimm. Du gehst denn auf den Chat ein? Ja, ja. Du hast eine Softlocked. So you can, you can play around in the lobby and get stuck. This is Phasmophobia. We're here. Sind aber relativ niedrige Level. We've got a wonderful team here. Introduce yourself, Flannel Kid. Bisei, yeah, we've got all of them. I'm a little ways away from them because I'm stuck over here. So that's fine. Das schon gut an. Ich hab mir keinen Ton angemacht. Game in a new genre that basically didn't exist before. I love it. We are going to be playing all of the small maps, which essentially means going through all of the houses in the game. Our goal is to find out what kind of ghost it is. We do not randomly guess. Instead, we are doing it based off of evidence. Ja, also aktuell wird im Hauptstream erklärt, wie das Spiel funktioniert. Dazu komme ich natürlich auch gleich nochmal dazu. Fang auch schon mal direkt an mit den Kommentieren. Phasmophobia ist ein Indie-Spiel aus dem Jahr 2020. Bis letztes Jahr wurde das Spiel von einer einzigen Person entwickelt. Und jetzt ist daraus das Team geworden mit Übersetzern, Grafikdesignern etc. etc. Vor kurzem kam ein neues Update hinaus und da sind sie dann auch schon auf der ersten Karte angekommen. Der Timer läuft und damit auch nochmal offiziell herzlich willkommen. Wir befinden uns jetzt hier auch auf der Karte Tanglewood Street House. Also Phasmophobia handelt darum, in verschiedene Häuser, Locations hineinzugehen und anhand von Beweisen, die man finden kann, einen Geistertyp herauszufinden. Ja, und man hat viele verschiedene Gadgets mit dabei, wie eine, wie man oben rechts sehen kann, eine Art Geisterbox. Unten rechts sehen wir ein Gefriermessgerät und unten links auch. Oben links haben wir eine Videokamera, die man auf Nachtsicht einstellen kann und dort kann man sogenannte Geister-Orbs finden. Sie haben jetzt EMF-5 als Beweis herausgefunden. Es sind 2 von 3 und wenn man 3 Stück hat, hat man den Geist dann auch sicher. Ich sehe gerade, es wird Salz benutzt. Wenn Sie das Salz benutzen, versuchen Sie Fußabdrücke herauszufinden und alles Mögliche, sie haben, genau, Spirit Box haben wir, EMF-5 und haben wir noch irgendwas. Bis jetzt haben wir noch nichts weiter. Okay, das ist gut. Das, was wir jetzt unten rechts sehen bei NPC, ist das DOTS-Gerät und der Geist macht eine Geisteraktion, die passiert in random Abschnitten. Da hast du dann die Möglichkeit, gesnackt zu werden. Wenn du gefasst wirst, bist du raus aus der Runde und kannst du noch als unsichtbarer Dude durch die Gegend laufen und deine Teammates etwas trollen. Genau, that's it. Und die haben scheinbar jetzt Dots auch noch gefunden, haben damit den ersten Geist herausgefunden, welcher das ist, fahren auch natürlich dann direkt gleich alle los. Die hätten müssen noch nicht einmal warten, bis alle Leute drin sind. Die hätten auch weiterhin draußen bleiben können. Die kommen am Ende mit raus. Na, jetzt kommt eine Loading-Sequenz, dauert immer ein kleines bisschen. Und starten auch direkt mit der nächsten Karte, und zwar Edgefield Street House. Zweite Karte. Wir haben insgesamt nicht nur eine kleine Map, also es wird ja gespielt Any% Small Maps, und zwar bestehen die Karten aus Tanglewood, Edgefield, Ridgeview, Grafton, Blessdale und Willow. Das sind die Maps, die im Spiel als kleine Maps herausgefunden werden, und jetzt wiederholt sich das Ganze. Map für Map
das Gameplay quasi aufs Neue, nur dass die Map anders ist. Sie versuchen wieder mit einem EMF-Gerät die Geisteraktion festzustellen, ob man ein EMF-5 hat. Unten links sehen wir jetzt beispielsweise bei Ocentia das Cursed-Item. Es gibt 6 verschiedene Cursed-Items. Da kann man herausfinden, welche... wo sich der Geist befindet. Man kann direkt eine Hand triggern, also man kann anhand der Hand feststellen, was für ein Geist das ist. Da muss man wirklich Profi sein, wie hören sich die Schritte an, wie schnell bewegt er sich, wenn elektronische Geräte an sind und so weiter und so fort. Das hat man nach der Zeit natürlich dann auch drauf. Die haben jetzt auch schon den Geisterraum herausgefunden, anhand von Beweisen, die stattgefunden haben. Das ging tatsächlich so schnell, 4 Bilder gleichzeitig sind, da komme ich persönlich auch gar nicht hinterher. Die sprechen natürlich dann auch mit der Box, also, und haben auch den Beweis Geisterbox jetzt auch bekommen, dass sie haben, genau, ein Geisterorb und die Geisterbox haben sie jetzt 3 Stück. Ein EMF-5 haben sie nicht herausbekommen, deswegen wurde der Beweis gestrichen. Jetzt nimmt Flannelcat auch nochmal ein Souvenir mit aus dem Haus. Und jetzt schauen wir nochmal weiter, welches der Beweise jetzt noch zutrifft. Jetzt schauen die auch nochmal nach, was könnte noch kommen, was könnte nicht mehr kommen. Einfach um die Beweise ausschließen zu können, um nicht nochmal unnötig Zeit zu verlieren. Und Tempestas Music, vielen, vielen Dank für den Wait. Willkommen an alle Neuankömmlinge. Herzlich willkommen. Ja, hier ist ein bisschen schnelles Gruseln angesagt. So. Genau, weiter geht's. Also, jetzt warten die Teil. Also, jetzt sehen wir unten bei NPC er wartet im Truck und schaut in die Kamera, die aufgestellt worden sind, ob ein Dots durch die Gegend gelaufen ist und das da durchgelaufen ist und das ist nicht passiert. Woran erkennt man das? Das ist so ein kleines Wesen, was einfach durchs Bild läuft, was man so nicht erkennen kann. Alle 30 Sekunden müsste es durch den Monitor laufen. Ist nicht passiert, so kann man den Beweis natürlich auch direkt ausstreichen. Und man hat jetzt noch gesehen, dass ein Buch im Geisterraum liegt. Das haben wir damit wurde versucht, den Geist herauszufinden. Wurde es aber nicht, aber wir haben einen Mare. Ist alles halt total random. 100% RNG das Ganze. Da kannst du auch nichts manipulieren, das ist einfach so. So, wir gehen dann jetzt auf die nächste Map, meines Wissens nach, jetzt nach Ridgeview. So, warten wir mal. Und der Schlüssel ist schon genommen worden. Alle haben quasi, so wie es aussieht, ihre eigene, ihre Aufgabe bekommen. Das ist also ein fest eingespieltes Team. Unten rechts haben wir und unten links jeweils ein EMF-Gerät, ein Gefriermessgerät. Oben links haben wir einmal die Videokamera, um weiterhin diese Orbs feststellen zu können. Es gibt halt einige Beweise, die wir natürlich sehen können, wenn sie das Journal, also das Buch öffnen. Müsst ihr mal in Fullscreen gehen. Die Mobile-Nutzer tun mir jetzt etwas leid, die das nicht so ganz erkennen können. Ich muss mal ein bisschen Luft holen. So. Ansonsten gibt es Fragen aus dem Chat? Aktuell noch keine. Okay. So, wir haben den Beweis... Wir haben den Beweis gerade unten rechts bei NPC gesehen, dass Fingerabdrücke zu sehen sind. Und EMF-5 haben wir auch schon. Bedeutet, es fehlt noch ein Beweis. Ich erzähle jetzt nochmal ganz kurz zu einer anderen Schwierigkeitsstufe. Es gibt mehrere verschiedene Schwierigkeitsstufen wie Anfänger, Fortgeschritten, Profi und Albtraum. Albtraum, da gibt es nur 2 Beweise, die...
man erfinden kann, also er herausfinden kann, um besser zu sein. Und das, den Rest musste halt anhand der Geistaktivität, wie bewegt er sich, etc., etc. So bekommt man das dann halt letzten Endes hin, das herauszufinden. Und wir haben gerade noch einen Beweis gestrichen, habe ich gerade bei Peace Egg gesehen. Welcher das war, habe ich jetzt nicht gesehen, das ging zu schnell. So, du wolltest noch was sagen. Nämlich wundert gerade, dass sie alle zu dritt im selben Raum gelaufen sind, weil ich glaube, das Haus oder der Ort hat ja 3 verschiedene Etagen. Ja. Dass sie sich nicht aufgeteilt haben. Die haben in 0, nix quasi den Geisterraum festgestellt, also sind die ganzen anderen Räume sozusagen useless geworden. Okay, also es gibt nur einen einzigen Raum, wo alles gemacht werden kann. Richtig, es sei denn, es ist der Geist Twins, die Zwillinge, da sind sie dann halt in 2 Räumen. Okay. Erklärt sich ja von selbst, die Zwillinge. Es gibt einen Geist, der ist natürlich ganz doof, sag ich mal, das ist der Shade, ist halt, naja, schüchtern, obwohl Shade ist doof. Ich mag Shade nicht, Shade ist ein relativ schüchterner Geist, der gibt nicht gerne Beweise, er zeigt sich nicht gern. Das könnte natürlich auch ein Run-Killer sein, wenn du halt entsprechend nichts machen kannst, weil der Geist nichts tut. Und wir haben... die Map auch schon abgeschlossen. Das ging aber schnell. Ja, die haben Gefriertemperaturen gefunden. Als dazu Beweis. Ah, wunderbar. So, starten auch alle direkt. In die nächste Karte. Das müsste das Grafton. Das müsste ein Blockhaus sein, wenn ich mich recht erinnere. Grafton Farmhaus. Das Farmhaus, genau. Das ist so ein schönes Blockhaus. Relativ groß. Hier nutzen sie jetzt, wie man bei Rosentia sehen kann, das ein Parabolenmikrofon. So kann man direkt mit dem Geist quasi kommunizieren, so wie über die Geisterbox, aber es gibt nur einen Geist, der darauf anspringt. Welcher das ist, weiß ich jetzt gerade nicht genau. Aber weiterhin haben sie ihre Rollen. Peace Egg nutzt weiterhin die Kamera, um Orbs zu suchen. Wichtig ist hier natürlich auch den, wie man gerade bei Flannel Cat gesehen hat, den Strom einschalten. Wenn der Strom nicht eingeschaltet ist, haben die Gefriermessgeräte fälschlicherweise natürlich falsche Werte, die sie ausspucken. So kann man halt die Gefriertemperaturen ungünstig finden. Zwangsläufig braucht man das Gefriermessgerät nicht, um die Gefriertemperaturen festzustellen. Wenn man Gefriertemperaturen hat, ist man sieht man dann halt den Atem. Den Geisterraum, den kann man feststellen, wie man gerade sehen konnte, anhand von niedriger Temperatur, ungefähr 5-6 Grad, sagt einen, dass der Raum, wo man sich gerade befindet, der Geisterraum ist. So, kommen natürlich alle denn dahin, wenn sie es, nachdem sie es gefunden haben, tun die ganzen Beweisgadgets wie UV-Licht etc. Mitnehmen, Geisterbuch, Geisterbox, die Dots. Die Dots sind übrigens das, was so grün schimmert, was man sehen konnte. Wir haben jetzt hier 2 Grad, 5,7 Grad, also wir haben da auf jeden Fall schon den Geisterraum feststellen können. Unten rechts bei NPC sehen wir ihn wieder, wie herausgefunden wird, ob dort die Dots sind. Gerade kann man auch ganz gut sehen, dass da etwas Weißes durch den Bildschirm, im Bildschirm sozusagen, schwebt. Das ist denn der sogenannte Geisterorb einer der vielen Beweise in diesem Spiel. Flannel Cat bringt natürlich wieder mal ein Teddybär mit, obwohl das natürlich nur Joke ist. Die haben alles getan, um die Beweise zu finden. Genau. Es gibt noch ein paar Items, sowas wie Sanity-Pillen, so eine kleine Tablettendose. Die nimmt man, um den Geisteszustand des jeweiligen Spielers etwas zu erhöhen. Ein Geist fängt bei ungefähr 50% durchschnittlichen Geisteszustand an, Hans zu starten. Das wollen wir natürlich nicht.
dass Hunts gestartet werden, sondern da muss man sich verstecken und hat nicht wirklich viel Zeit, weiterhin die Beweise finden zu können. So wie es aussieht, haben wir keine Dots. Der steht schon. Doch, da warst du doch gerade. Oder ist da jemand durchgelaufen? Kann mich natürlich auch irren. So, wir suchen jetzt gerade, also so wie es aussieht, suchen zwei Leute gerade das Cursed Item, den verfluchten Gegenstand. Die haben immer ihre feste Location und so kann man natürlich auch anhand von ein paar Interaktionen herausfinden, was für ein Geist das letzten Endes ist. Und da kam eine Frage vom Placebo-Druide, ob alle drei Beweise gefunden werden müssen. In dem Fall ja, weil die wollen nicht einfach raten, welcher Geist es ist, sondern die wollen wirklich auf Sicherheit gehen. Deswegen suchen die alle drei. Genau, es müssen halt wirklich explizit alle drei Stück sein. Also nein, also wenn ist natürlich der Obake mit seinem speziellen Fingerabdruck ist, dann ist es ja natürlich eine Win-Situation, dann weißt du sofort, welcher das ist. Any Percent besteht ja natürlich aus, das Spiel so schnell wie möglich durchzuspielen, koste es, was es wolle, wenn man das so sieht. Hauptsache, so schnell wie möglich durch und da kommt er mit einem Obake, der Special Fingerabdruck sehr zugunsten. Da ist gerade einer gestorben. Richtig, ich denke, das war gewollt, damit die Hand natürlich zu Ende geht. Ja, der huntet immer so, also solange es nicht der Schwierigkeitsmodus Albtraum ist, huntet er so lange, bis er entweder aufhört oder jemand gestorben ist, ja. Okay. So, wir haben 15 Minuten um und mein Mund ist schon relativ pappig. Aber ist nicht ganz so schlimm. So, kam noch irgendwas? Nee, dann gucke ich mir weiter das Gameplay hier an. Rosentia, der kann jetzt gar nichts mehr tun. Also er könnte natürlich mit seinen Teammates, weil die gerade natürlich nebeneinander sind, kann er reingehen und wenn der Geist am Handen ist, kann man natürlich auch anhand des Flackerns, ja, der Geist, der flackert dann auch ein bisschen, während er da rumläuft, kann man auch herausfinden, was das für ein Geist ist. Der ist der zweite Spieler gerade gestorben. So, also so wie es gerade den Anschein nach hat, die laufen da rum und die nehmen den Run gar nicht so ernst, meines Betrachtens nach. Oder die wollen ganz bewusst auf runter mit der Sanity gehen. Ich schaue gerade noch mal, die optionalen Objectives machen die auch gar nicht. Nee, ist auch Any Person, deswegen. Ja, also hätte ja sein können, dass sie das jetzt noch nebenbei doch noch mitmachen, weil das hätte teilweise das Salz etc. noch mit erklärt, aber nee, dem ist natürlich nicht so. Okay, da kommen, sind alle im Truck, warten und trollen sich gerade gegenseitig, was ich gar nicht verstehen kann. Die machen nichts. Warum machen die nichts? Ja, warum fahren sie jetzt erst weiter? Die haben gerade mindestens 2 Minuten Time gewastet. Mindestens. Jetzt verstehe ich auch, warum die ein Estimate von 40 Minuten haben. Also. Ich glaube, es war wieder irgendein Meme von einem Chat oder von sonst irgendwas. Vielleicht ist es ein Incentive, was ich gerade gar nicht offen habe. So und so viel Dollar und ein Spieler muss sterben. Ich hab die Incentives-Liste gerade nicht. Also ich habe nichts davon gelesen. Ich schaue nochmal gerade nach. Ich hab kein Dokument dafür bekommen für die Incentives. Nee, ist nichts da. Okay, nächste Map. Das ist Bleasdale. Die vorletzte Karte. So, weiterhin versuchen sie anhand ihrer Gadgets herauszufinden, was um was für ein Geist es sich hierbei wieder handelt. Drei Beweise helfen nach wie vor dazu, herauszufinden, welcher Geist das ist. Flannelcat
oder Kat besser gesagt, hat gerade den Strom eingeschaltet, damit wieder für die zwei Spieler, die das Gefriermessgerät dabei haben, natürlich die Freezings herausfinden können. Weiterhin wird nach den Cursed Items gesucht, beziehungsweise nachgeschaut, welche sein könnten, um eventuell das ein bisschen einfacher zu gestalten. Und so wie es ausschaut, haben die den Geisterraum schon gefunden in 0, nix. Jetzt heißt es natürlich wieder herauszufinden, wie man oben rechts sehen kann, mit der Geisterbox zu interagieren. Allerdings, so wie es ausschaut, antwortet der Geist bis dato nicht. Das Dots-Gerät wurde auch schon positioniert. Die UV-Lampe wurde auch mittlerweile schon hineingebracht. Das Knicklicht kommt auch nochmal mit rein. Wir haben, ich habe jetzt, so schnell konnte ich gar nicht gucken, wie schnell der Beweis gerade angeklickt worden ist. Ja, ich versuche auch gerade. Spiritbox. Jetzt kam die Spiritbox tatsächlich doch noch. Das streicht, wie man sehen konnte, natürlich auch die Möglichkeit einiger Geister wieder aus. Ja, drei Beweise reichen ja schon, beziehungsweise zwei, um die massiv zu minimieren, und drei letzten Endes. Und da hast du den Geist. Im Timer stand gerade Twitch Prime for free. Weise ich auch gerne nochmal drauf hin. Falls ihr Amazon Prime-Kunde seid, könnt ihr gerne euer Twitch-Account damit verknüpfen und ein kostenloses Abonnement hier auf German Star lassen. So, sei das auch nochmal kurz erwähnt. Ich finde das genial, dass Flannel Cat immer wieder den Teddybär stiehlt. Ich glaube, das ist ein Meme. Ich glaube, das ist ein Meme geworden. Die hat auch ein Teddybär unterm Schreibtisch stehen. Okay, dann hat das wahrscheinlich irgendwelche externen Hintergründe. Wir haben die Dots als Beweis. Und wie man sieht, sind jetzt nur noch vier Geister übrig, wie man bei Peace Egg sehen kann. Und zwar, ich erkenne das gar nicht so gut. Phantom, den Yurei und noch wer weiß. Kann ich gerade nicht erkennen. Ich spiele das. Deegan. Mhm. Ich spiele das Spiel auf Deutsch. Da sind die Namen teilweise anders. Aber nichtsdestotrotz, es findet keine Hand statt. Es war gerade ein Geister-Event, was man sehen konnte. Und die versuchen jetzt natürlich, den Geist durch das Salz wandern zu lassen. Dadurch kannst du erkennen, wenn da Fußabdrücke sind, beziehungsweise nicht. Daraus kannst du auch noch einen Geist direkt identifizieren. Ich glaube, das war zu Deutsch das Gespenst. Wenn es da durchläuft und keine Fußabdrücke hinterlässt, ist es ein Gespenst. Wir haben auch Fußabdrücke, glaube ich. Haben wir Fußabdrücke? Und links hat man welche gesehen, im Salz. Ja, okay, dann ist es auf jeden Fall kein Gespenst. Auf jeden Fall ist es wichtig, Fingerabdrücke zu sehen. Fingerabdrücke sind nicht zu vergleichen mit den Fußabdrücken. So. Beziehungsweise war irgendwas im Salz drin. Ja. Ja, also ja, da hat man gesehen, also ist ja durchgelaufen. Das ist so eine Art Fußabdruck, das sieht man damit man weiß, ey, da ist was durchgelaufen. So. Und fahren mit den Diogenen. Das ist einer der drei neuen Geister, die jetzt vor kurzem in einem Patch mit dazugekommen worden sind. Da habe ich mich selbst gewundert im Schedule. Das ist ja schon angenommen worden, weit vor dem Update angenommen worden, wie die das machen jetzt mit den neuen Geistern. Da müssen sie sich auch erstmal anhand der Beweise orientieren, wie ist denn das mit den Geistern. Weil drei neue Geister, drei neue Indizien, neue Beweiskombinationen und so weiter und so fort. So, da haben wir jetzt das Willow Street House. Das ist das letzte, in Anführungsstrichen. Ja, das ist die letzte Karte. Und die sind 20 Minuten, ja, relativ gut dabei. So,
Weiterhin, jetzt wird der Strom wieder gesucht, ist unten im Keller, wie man oben rechts sehen kann oder konnte. Jetzt können die Gefriermessgeräte auch verwendet werden. Weiterhin wird jetzt nach einem Orb gesucht. Die Geisterbox wird Geisterraum gefunden wurde, erstmal in jedem Raum gefunden. Wir haben das als Cursed-Item, hat man ja auch gerade gesehen, das Pentagramm, das sind mehrere Kerzen, ja, ein Pentagramm kennt viele, ein Beschwörungskreis, wenn du da alle Kerzen anzündest, wirst du sofort eine verfluchte Hand, zu Englisch Cursed Hand, starten. Ja, und der Geisterraum scheint hier, ja, in der Garage zu sein. Es gibt auch ein paar coole Interaktionen, der Geister machen kann, wie die Alarmanlage auslösen oder sonst irgendwas. Und jetzt eilen alle in die Garage, um sämtliche Beweislasten da für den Geist zusammenzutragen. Natürlich viele Hände machen schnelles Ende, bekanntlicherweise. Und wie es scheint, der Geist ist auf jeden Fall hier in der Garage. Und wir haben Freezings, habe ich das richtig gesehen? Könnte sein, jetzt kommen wir an. Ich glaube nicht. Kann sein, dass ich mich gerade verguckt habe. So, die Dots werden jetzt natürlich dann von NPC angeguckt. NPC macht jetzt nichts anderes mehr als im Truck stehen für mindestens 30 Sekunden, um nach den Dots zu schauen. So. Daniel Cut hat wieder einen Teddy in der Hand, finde ich auch wieder sehr, sehr stark. Das Buch wurde auch gerade platziert. Geisterbox-Interaktion ist heute irgendwie nicht so. Ist auch in Ordnung. Passiert. jetzt werden hier Sachen hingelegt. Und ja, die letzten Beweise werden dann jetzt auch noch gesucht. Haben wir überhaupt schon einen? Ich hab das jetzt gerade nicht im Blick gehabt. Ich glaube nicht. Ja, das ist halt wieder so dieses Doofe, was ich meinte. Du hast diese drei Beweise, die du finden musst, und dann wird einfach kein Beweis geliefert, beziehungsweise freigegeben vom Geist persönlich. Jetzt nutzen sie das Räucherstäbchen, um den Raum zu reinigen, sodass der Geist auf jeden Fall nicht handeln kann. Und dann gibt es noch ein paar Unterschiede, wenn du ein Räucherstäbchen hast und für 3 Minuten nicht gehandelt wurde, dann ist es der und der Geist. Und der Geist ist es, wenn er so und so handelt. Und das ist ganz, ganz schwierig zu erklären. Darauf hatte ich mich auch persönlich gar nicht vorbereitet. Ich war ja nur als Nebenkommentator eingetragen. Jetzt erkläre ich hier das gesamte Spiel. Gibt es eigentlich viele Fragen, die der Geist über die Sprachbox beantworten kann, oder ist es wirklich, was er sagt? Also es gibt eine Art Set von der Spracherkennung, worauf der Geist interagieren kann. Es gibt Sachen wie, gib mir ein Zeichen, wo bist du? Bist du jung? Bist du alt? Und noch deutlich weitere Sachen. Es gab natürlich dann noch sowas wie, magst du Katzen? das ist mittlerweile nicht mehr drin. Man muss sagen, wenn sie Pech haben, kann der Geist auch gar nicht aktiv sein. Habe es schon oft gehabt, dass ich mit Freunden knapp 10 Minuten drauf gewartet habe, bis er handelt. Ja, wenn er keine Interaktion bedeutet, natürlich auch kein Verlust des Geisteszustandes. Natürlich verliert man den langsam. Wir haben doch jetzt schon, habe ich richtig, Fingerprints richtig gelesen? Und wo? Hab ich richtig gelesen, frage ich mich gerade selbst. Weil wir haben, es wurden 2 Beweise von Peace Egg eingetragen. Aber einige Sachen wurden jetzt tatsächlich geändert. Jetzt geht Flannel Cut jetzt mit einer Videokamera rein, was mich etwas wundert. Nicht mit einem Teddybär tatsächlich. Also wieder Fußabdrücke im Salz gewesen. Also Fußabdrücke, dann ist es auf jeden Fall kein Gespenst. Also doch, wir haben Fingerprints als einen Beweis drin. So habe ich gerade bei Peace Egg gesehen. Ist es, wenn du im Salz genau reinguckst, im Salz,
Sind ja, ich sehe das. Das sind Fußabdrücke. Das beweist, dass es nicht der Geist Gespenst im Deutschen sein kann, weil ein Gespenst hat keine Fußabdrücke. Fingerabdrücke habe ich auch gerade gesehen. Fingerprints, Fußabdrücke. So. Der Fußabdruck ist kein eigener, kein eigenständiger Beweis. Das ist nur ein Indiz für einen Geist, der es sein könnte. Es gibt auch Fingerabdrücke, wenn du sechs, das wurde vorhin auch im Chat gesagt, was die Beweise betrifft, wenn du sechs Finger hast bei den Fingerabdrücken, ist es ein Obake. Da kannst du dann auf die ganzen anderen zwei Beweise verzichten, weil da weißt du sofort, was es ist. So. Die gerade, es wird tatsächlich schon wieder hell draußen. Echt? Oh ja. Ja, tatsächlich. So, ich genehmige mir mal kurz einen Schluck zu trinken. Natürlich. Was ich bei der Runde hier von den vier witzig finde, ist, du hörst sie nicht einzeln übers Headset, also nicht jeder seine eigene Spur, sondern ich glaube, vom Prozentier wird das nur genommen und alle anderen hörst du über Ingame-Voice. Richtig, genau, da wird das Ingame-Voice nutzt, wie das Funkgerät, was man mit dabei hat. Tut man standardgemäß mit B auslösen. Nichts Großartiges. Und da ist Time. Und das ist Time. Wir haben alle Geister relativ früh. 29 Minuten 4. Ja. Und 4 Sekunden. Das war Phasmophobia Any Present Small Maps. Das ist krass. GG, auf jeden Fall. Ja, wunderbar. Ist wirklich spannend. Hier habe ich noch eine einzige Map. Oh, okay. Also, machen die jetzt noch eine andere Karte? Ja, ich meine, die haben ja noch Zeit. Sie müssen noch die Five Nights voll kriegen. Stimmt, so, jetzt bin ich gespannt, wer wählt die Karte? Oben rechts war das, glaube ich, ne? Nee, Select Job, wer macht das? Unten links. Okay, unten links steht, ist der Host der Runde. Wir haben ganz unten die Karte gewählt. Ganz unten, es müsste Asylum sein. Nee, unten drunter. Campsite? Ist das Campsite? Ich sehen wir gleich. Es ist Campsite, wir haben Campsite. Die verbuggteste Karte im Spiel. Eine relativ große Karte. In VR, das ist ja ursprünglich ein VR-Spiel gewesen, was dann für den Desktop etwas umgeschrieben worden ist scheinbar. Das ist im VR ist es eine relativ unspielbare Karte. Da hast du die Motion Sickness zu 100% sicher. Hört sich ja gut an. Auch für mich persönlich eine der Karten, die ich am wenigsten mag. Und am Ende waren es meistens Onis oder Djinns, die so lange gebraucht haben, ja. So, der Timer läuft nochmal von vorne. Wir haben jetzt auch gerade 72%. Ich gucke nochmal nebenbei. Ich habe dazu jetzt nichts mehr insgesamt zuzusagen. Wir haben nichts mit DE drin, ne? Nee, nix. Spielen wir zwischenzeit schon gucken. Sehr schön. Ja, zählt Camps halt schon als große Karte. Es gibt halt viele Räume. Und also mittelgroß bis groß ist das. Oh, da war gerade Jason zu sehen. Jason? Von Freitag der 13. Achso. Was ist auch gut? Jeder Geist in diesem Spiel hat auch einen Namen. Es gibt natürlich ein paar Easter Eggs. Ne? So ein Geist macht vielleicht so ein bisschen. Ne? Wer könnte das sein? Und wen ist die Nase mal abgefallen? Ne? Schreibt es gerne mal in den Chat. Und also generell ein paar lustige Sachen. Unten rechts auch mal wieder die Maske. Ja. Ah, Tatsache. Schönes Easter Egg. Sehr, sehr schönes Easter Egg. Das kannte ich selbst noch gar nicht. Aber gut zu wissen. So, wir sind jetzt schon bei $359.000. Das ist unfassbar viel. Wie gesagt, wenn ihr das auch machen wollt, Ausrufezeichen spenden in den Chat oder unten im Panel Support. Da einmal raufklicken, DE oder GER in den Namen reinschreiben und dann habt ihr die Möglichkeit, für die Ärzte ohne Grenzen
ein paar Euro zu lassen. Minimum Donation sind immer noch $5. Und ich denke, dass danach noch eine Map kommt. Noch eine? Mit Sicherheit. Ich guck mal, ich mal ganz kurz nebenbei ins Schedule rein um 4.35 Uhr. Na, ich glaube nicht, dass da ich noch eine Map. Danach kommt noch eine Map. Wurde das gerade gesagt? Nein. Achso. Ich kenne GDQ. Achso, natürlich, weil sie bei 73% sind. Ich glaube, die knüppeln das jetzt so lange weiter, bis sie bei 90.000 sind. Richtig. Das Bonus-Game ist ja Five Nights at Freddy's und das passt halt zu Phasmophobia, was ja im Genre Horror-Adventure ist. Aber ich habe bei Camps halt eine Frage. Normalerweise sagt man ja, pro Raum kann ja der Geist sein. Ja. Wie hat man denn die Räume bei Campsite? Jedes Zelt ist ein Raum. Okay. Dann gibt es noch ein paar, gibt es noch Gebäude, gibt es noch Toiletten, wo jeder Toilettenraum in der Toilette ein Raum ist. Okay. Also jede Kabine. Also ist schon hart. Oder die haben das mittlerweile gefixt. Und das Toilettenhäuschen ist ein Raum. So. Was haben wir? Ja, ich. Oh. Landelkat hat kein Teddybär. Noch nicht. Ja? Noch nicht. Nur auf dem Tisch. Stimmt, ich sehe. Oh, der $5 Nation Train geht los. Ich sehe ihn wieder. Also, auch jetzt Zeit für euch aufzuschwingen auf den Zug, ne? Wir haben ja hier schon keinen Hype Train. Also könnt ihr auf den Hype Train von GDQ aufsteigen. Gerade habe ich mich auf Asylum oder Prison so gefreut. Wie gesagt, Asylum. Abwarten. Man weiß ja nicht. Also ich könnte mir, wenn Asylum ist, dauert wirklich lange. Und wir haben ja halt auch wirklich gerade Primetime in Amerika. Der Geist einfach nicht zeigt. Nee, das ist halt auch wirklich schwierig. Ein bisschen buggy ist die Karte. Wir müssen jetzt ja wirklich gucken. Ach, 4,5. Da jetzt haben sie was gefunden, ne? Ja, 4,5. Nee. Oder? Ne, könnte Zufall gewesen sein. 5? 5, 4? Ja, dann wurde der Raum gefunden. 4, 7, 6. Es ist draußen. Doch, draußen. Wenn der Strom an ist, können es auch draußen bei Nacht 12 Grad sein. Also. knapp 6 Minuten bei Phasmophobia auf Campsite den Raum zu finden, ist sportlich. Das ist sehr, sehr sportlich tatsächlich. Na, weiterhin haben sie ja ihre. Oh, wir sehen auch. Oh, jetzt sehen wir bei NPC. Ein Sperr hat gerade eine Kopfkamera auf. Da kannst du dann auch sehen. Ja, bezüglich der. Nee, doch keine Kopfkamera. Okay. Nevermind, ich habe nichts gesagt. Ich dachte, das sah gerade ein bisschen aus wie eine Kopfkamera. Ja, ein Kruzifix sehen wir gerade bei NPC in der Hand. Das Kruzifix ist dafür da, wenn um eine Hand sozusagen nach hinten zu zögern, jedes Mal, wenn der Geist versuchen möchte, eine Jagd zu beginnen, muss er quasi vom Kruzifix einmal abbeißen. Und wenn man dreimal kann man abbeißen von dem Kruzifix und danach ist vorbei. Danach huntet er ganz, ganz sicher. So, Spirit Box. Hat er angekreuzt. Dann hat der Geist in diese Box mit diesem orangenen LCD-Display reingesprochen. Das ist die Spirit Box. Hier noch zwei Beweise.
This is another painful thing about the larger maps, and this is why we don't normally run too many of the larger maps consistently, because there are times where it goes very well, and there are times where the ghost is... So, an die Leute noch, die im Livestream-Chat gerade da sind, falls ihr noch Fragen habt, noch habt ihr die Möglichkeit, Fragen zum Spiel zu stellen, noch bin ich hier. Ein Grad, aber ein Grad reicht nicht. Ein Grad reicht, also ein Grad reicht, um halt die Location festzustellen, aber erst ab wirklich minus 0,1 hast du die Freezing-Temperaturen. Das war damals ein bisschen anders. Da hat es ein bisschen anders geregelt, aber jetzt ist es ganz klar minus 0,1 und du hast die Freezings als Beweis. So, das ist auch wieder so ein Geist, der mag nicht, ne? Der möchte nicht, der möchte sich nicht, möchte keine Beweise liefern, der hat keine Lust. Jetzt hat Flare Cat ihren Teddy gefunden. Na, wunderbar. Der muss also wirklich mal mitkommen. Und guten Morgen, Orca. Ja, herzlich willkommen. Und eine Frage für dich von XSumpoX. Welche Map wäre die einfachste auf Albtraum? Tanglewood Streethouse. Ganz einfach. Für die Leute, die ganzen Gadgets, die da sind, die kosten alle Geld. Und wenn man stirbt, dann verliert man die ganzen Items, die man mitgenommen hat, und muss sich natürlich neue kaufen. Und der Stream buffert? Nee, bei mir nicht. Okay, dann war das der GDQ-Stream hat etwas gebuffert. Auf Albtraum ist die einfachste Map. Tanglewood ist halt klein. Man geht rein, schießt ein Foto von einem Knochen, kriegst du ein bisschen Geld dafür, guckst, dass du einen Beweis rausbekommst, kreuzt irgendwas an, gehst wieder raus und wieder rein. Aber am einfachsten, um es casual zu spielen, ist immer noch Tanglewood Streethouse. Meiner Meinung nach tatsächlich. Alles cool hier, wunderbar. Hier ist das Pokern so. Und? Ja, allgemein 50 Bucks auf Wraith. Und die hat Tatsache, mit einem Hinweis. Haben Sie mit einem Hinweis den richtigen Eis herausgefunden, Tatsache? Ja. Das ist auch viel Glück zustande. Du brauchst wirklich viel Glück für. So, das war das jetzt Phasmophobia. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Denn das Donation Goal ist nicht erfüllt. Also, wir haben halt auch gerade Primetime. Weiter in Amerika, immer noch gesagt. We play by our own rules because that's how we like to do it. It is what is fun for us. And essentially, as long as you have a good, educated guess, even if you only have one piece of evidence, but you know it's a wraith, we count it. Thank you so much, everybody, and take care. Was doch? Ja, gut.